linken Knoten. Ich habe die Luft, das habe ich gar nicht verstanden. Ja, ich bin in der Luft und gerade über Höhe. Kein Gießen. Sehr geil! Gleich müssen das Gesichtstüchli mitnehmen. Jetzt gehen wir da noch schnell gehen. Man muss so keine von die hohen Antennen umgeflogen sein, wenn man überhören kann. Das ist einfach wichtig. Ich denke, sie da vor dem Spielen. Das ist doch witzig. Also das wäre die Antenne, die Nadel.
So, die Nadel und die Flagge, jetzt fliege ich noch Richtung Oberburgfeldstang. Ja, ich sehe dich gerade, du hast auch ein bisschen Lüppen. Chills! Chills! Was ist los? Okay. No erwartet! Null! Ich habe einen Abgleiter erwartet! Wupp wupp! Mit der Horn mutiert noch zu meinem Lieblingsfluggebiet! Ah, das ist eigentlich unfair. Das ist gut. Wenn man dann dort ist, wenn es gut ist. Es ist schön, wenn es schön ist. Ich bin auf 2.18, das ist genau die Höhe vom Burgfeldstang. Das heisst, wenn ich jetzt festigen Finger, mache ich nicht drüber. Aber macht auch nichts. Ich habe ja nichts erwartet. Aber dann hat es so viel, also. Und schon noch sein, dass ich da noch hinten komme. Nein, das ist noch nicht. Also ich will hier so in Gegenwind. Oh nein. So. Wir gehen geradeaus weiter. Ich gehe da weiter. Ja, und die habe ich noch viel Distanz zu brauchen. Außer die, die unten raufkommen. Aber ja, ich habe jetzt da das nächste Hügel auch schon wieder.
direkt ansteuern. Weiter geht nicht, das weiß ich. Da habe ich noch nie irgendetwas hergebracht. Und das Problem ist, da hinten landen, das macht einfach nicht mal viel Spaß. Also es ist eine sehr schöne Gegend. Es ist nicht so, aber... Nein, mit dem Gleitschirm auf dem Rücken, da hinten für die Schuhe. Was? Man kann nur mit den Alpenschuhen starten und weitergehen. Ja. Aber ich glaube, es geht gut so. Du nicht Sachen in Füttern da. Mann, ist das geil hier oben! Sehr schön, Tom. Ich bin noch mit vor dem Burgfeld gestanden und wieder aufzudrehen.
Kamera, wieso musst du gerne umfallen? So. Ja, jetzt habe ich das noch ein bisschen mit dem Weg beschleunigen, weil es gut hat. Zugig wollen werden. Jetzt gehe ich nochmal zurück. Mal schauen, ob der andere mit mir fliegen will. Er will mit mir fliegen, aber er hat noch einen Moment. Das ist einfach geil, wenn du musst wechseln von Thermik, weil die dich brauchen bedroht. Klar, ich kann es noch immer raus, aber ich fliege nicht gerne. Der Wind wird stark. Ich glaube, ich fliege mal raus. Andere Seite. Ja, so, ich komme jetzt so langsam mal wieder Richtung Interlaken. Ich bin gerade hier auf dem Rheinland,
Das ist der Service. Was war's für ein? Ich dachte gar nicht. Doch, ich komme. Muss ich noch kurz den Umweg machen, Richtung Hawaii. Teach me, senpai!
eigentlich? Komm, lauf dich Funk noch. Ja. Luft jetzt unten so stark. Jetzt ist der Endwindmesser auf 53 auf der Höhe. Ja, ich fliege jetzt gleich mal richtig. Ich fliege mal richtig Tälig gerade gleich. Drücken wir mal nach 50, was will ich noch? Beschleunigen. Probieren. Also von der Seite aus sollte ich mich eigentlich sehen. Also ich bin auf der Höhe, gell? Ach so. Ah, da habe ich das falsch verstanden. Ah, okay. Ja gut, ich brauche noch so eine Viertelstunde, bis ich bei euch unten bin, glaube ich. Kein Problem, wir werden da sein. Ich sehe Tom am Packen.
Eigentlich ein ganz komischer Wind hier. Ich glaube, das ist da die Invasion, die ich hier noch gesehen habe. Jetzt bin ich da gemütlich.
Bin nichts am Beschleunigen, aber am Steigen. Was ist denn, du von hier auf Breitlauer geflogen? Du musst da einen auf. Nee, ist ja gut so. Vorwärts!